Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen Zul 132 und wir kriegen wahrscheinlich Neidorf oder wie das heißt. Und hier spiele ich mal Turm G1. Im Moment ist ja A3, H3 in Fashion, in Mode, meine ich nicht. Aber ich bin auch so im englischen Modus. Gibt's gar nicht. Okay, hier ist G4 der Zug. H6 ist ungewöhnlich. Normal spielt man direkt D5. Und das ist auch ungewöhnlich. Wie gesagt, normal spielt man direkt D5. Um halt direkt Gegenspiel zu kriegen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Weil jetzt hat er eigentlich nur schlechte Züge, genau, wie Springer H5. So, was mache ich jetzt? Ich denke, wir werden mal eine Dame entwickeln. Am besten nach F3, damit der Springer zum einen nicht nach F4 gehen kann, so einfach. Und zum anderen, ich habe immer noch ein Auge auf D5. Boah, G6. Okay. Läufer E3, falls mein Springer nach B6 kommt, dass ich den abtauschen kann. Weil in dieser Öffnung geht alles um das Feld D5. Ich warte nur darauf, dass er rochiert. Aber er wird wahrscheinlich nicht rochieren. Eine Figur nach D5 krieg. So, normal tauscht man ab. Ist das denn hier auch gut? Kann natürlich auch die Fessel ausnutzen auf der D-Linie mit Springer C5. Kann er denn, wenn er dann D5 spielt, dann kann ich erst E6 nehmen. Dann kann er nicht E4 nehmen wegen Turm D8 Schach. Dann Dame E2 zum Beispiel und dann hängt da noch B6. Okay, dann muss er einen Läufer nehmen. Springer C5, ist das ein guter Zug? Kann natürlich auch einfach seinen Läufer wegziehen. Könnte ich aber immer noch einfach den Läufer rausnehmen. Okay, Läufer C8. Mach ich auf Läufer C8. Jetzt will ich mal Springer nach D3 stellen. Ach komm, machen wir es einfach mal. Wenn er nach C8 stellt, Springer D3, wenn dann Läufer E6 kommt, habe ich, dann kann ich Springer B4 spielen und dann nach D5. Ich weiß nicht, ob ich dann was damit gewonnen habe, aber dann muss ich auf jeden Fall das Läuferpaar nicht abtauschen. Wenn man solche Züge nicht hat wie Springer C5, die sind ja auch schon häufiger in dieser Eröffnung. Da muss man den Springer abtauschen, das geht nicht anders. Springer abtauschen, nach D5 hopsen und weiterschauen. Das Läufer B6 ist nur in der Theorie halt ein guter Zug. Ich gehe trotzdem nach D3. Jetzt kann er wenigstens nicht D5 spielen, weil er dann E5 fängt. Versucht dann Springer B4, Springer D5. Wenn jetzt A5 kommt, dann hatte ich eigentlich vor, trotzdem E5 zu nehmen. Was mache ich denn, wenn er D3 nimmt? Ist ja eigentlich auch eine Option, ne? Wenn ich einen Läufer nehme, dann ist ja wieder D5 so ein bisschen. Obwohl. Okay, jetzt wollte ich eigentlich E5 nehmen. Springer E5. Dame zieht. Ah ne, C4 hängt ja dann. Ein bisschen. Also hängt ein bisschen C4. Das war eigentlich nicht schwer zu sehen. Wenn Springer C5 geht, geht der Springer E5. Also. Läufer C4 drohe ich gerade. Läufer C4, Springer C4, Dame F7. Wenn er die Dame nicht zieht.
Auf Läufer F1 hätte ich sogar auch Dame F7 matt. Das muss er jetzt erstmal parieren. Ja, die Öffnung, die mag ich. Was ich auch drohe, ist Springer B5. Oder also Durchdiagonale. Ja, wenn sich jetzt hier einiges abtauscht, Springer B5, Läufer B5, Läufer B5. Oder halt Springer B5, Läufer F1, Turm F1. Jacke wie Hose. Bauer gewonnen auf jeden Fall. Ja, den E5 habe ich sowieso schon gewonnen. B5 ist schwach. Ich würde sagen, er hatte schon riesen Probleme. B6 ist schwach. B5 ist schwach. F7 ist schwach. C4 ist auch schwach, wenn ich B6 nehme und dann C4. Also hier hängt eigentlich alles. Und er hat schon Bauern weniger. Läufer G5 geht nicht. Irgendein Turm, also seine Figuren stehen so scheiße. Ich weiß gar nicht, was er jetzt machen soll. Springer D7 geht vielleicht. Also selbst dann kann ich Springer C4 spielen. Springer C4, B4, Läufer C4 auf zwei Bauern mehr. F7 hängt, muss er rochieren. Und man kann ja auch einfach Turm H1 spielen und einfach opfern auf H5. Dann geht er irgendwie kaputt. Obwohl nach Turm H1 kann er G5 nehmen. Vielleicht sollte ich das dann nicht zu schnell spielen. Ich kann aber auch nach Springer C4, BC4, Läufer C4, Läufer D4 spielen. Also nach Rochade, Läufer D4 spielen. G5 einfach opfern. Ah, wohl. Läufer E6. Geht Springer G6 schon oder nicht? Kann aber auch einfach B5 nehmen. Ja, Läufer B5. Wenn der König F8 kommt, Springer gesehen. Ach, er hat schon aufgegeben. Ich bin auch hier im Denkmodus. Ja, Läufer B5 wäre jetzt gegangen hier. So, wir haben ein Neidorf. Wurde hier auch in der. War das in der letzten? Nee, war nicht in der letzten Partie. Wird halt öfters gespielt auf Großmeisterniveau, meistens mit H3. Ja, ich habe heute mal Turm G1 gespielt, ist eigentlich egal. Man kann auch direkt G4 spielen. Soweit ich weiß. Irgendwie geht da was. Oder Läufer E2 mit G4. Oh, nicht dahin. Das ist oft eine Idee. Man kann aber natürlich auch ganz normal spielen. Läufer F. Läufer F geht nicht, sorry. Läufer E3. Dann gibt es dieses Springer G4. Läufer C1, Springer F6 für eine Zugwiederholung. Die ist eigentlich ganz lustig. Läufer G4 macht keinen Sinn wegen H6. Also ich finde, das macht keinen Sinn. Dann Läufer hier in Abseits zu stellen. Ja, es macht schon ein bisschen Sinn. Man argumentiert natürlich, dass Schwarz sich am Königsflügel schwächt, Weiß lang rochiert. Und Schwarz hat nicht die Möglichkeit, lang zu rochieren, weil er sich hier schon geschwächt hat. C-Bauer weg, A6 schon gespielt. Natürlich eine Argumentation, ne? Das ist der Grund, warum die meisten dann nicht Springer G4 spielen, weil sie Angst haben vor Läufer G5. Läufer C4 gibt es natürlich. Und so weiter und so fort. Manche spielen Springer D7, manche Springer C6. Die Leute, die Springer D7 spielen, spielen B6, Läufer B7, Rochade. Turm E8, Turm C8, Dame B8, Dame A8 und spielen so ein Igel, um dann D5 zu spielen. Kann ich mal kurz zeigen. Und dann Läufer E3, Springer D7. Sagen wir mal, jetzt geht keine Taktik. Geht immer noch was? Ach so. Ja, sagen wir mal, es geht nicht. Ja, nochmal steht der Läufer auch auf E2. Vielleicht ist das sogar eine Verbesserung. Moment, dann spielt man nicht Springer D7. Rochade, F3, B6. Ja, G4 jetzt noch nicht. Sagen wir mal, Dame E2. Es geht trotzdem das. Das ist interessant. Geht in normalen Igelstellungen nicht. Eine verbesserte Igelstellung. Das heißt, das wusste ich gar nicht, dass man hier keinen Igel spielen kann, so einfach. Interessant. Okay, er hat E5 gespielt. Normal. Doch, normal ist hier D5. Und dann, ja, kann man rausnehmen. Kann auch G5 spielen, je nachdem. Rausnehmen ist eigentlich das Interessanteste. Weil das Endspiel hier, das ist richtig interessant.
Dann weiß er natürlich die D-Linie hier. Schwarz hat dafür aber so ein bisschen, also man hat Zentrumsvorteil und eine bessere Bauernstruktur, weil hier diese Felder hier sind schwach und der Bauer, der ist auch nicht gerade der Beste. Ich müsste dann mal irgendwann H3 spielen, aber dann sind die Felder schwach. Ah. Nicht so toll auf jeden Fall, wenn da mal ein Springer hinkommt. Das ist dann schon ätzend, weil er hier alles kontrolliert. Er greift zwar nichts an, aber wenn ich den mit H3 decke, dann ist natürlich hier H3 unter Beschuss. Dame F3 einfach entwickeln. Ich hätte die auch einfach rausnehmen können. Und Springer nach D5 stellen. Ne, mit dem Turm. Man nimmt immer mit der Figur. Okay, vielleicht nicht im konkreten Fall, weil der Springer F4 hat. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Läufer B6 nicht so gut ist. Ich dachte, Springer C5 damit. Ja, Läufer C8 dachte ich auch, dass das der Beste ist. Ich hätte trotzdem den gespielt. Springer C4, Läufer C1. Für D7, Springer B4. Und jetzt haben wir alles hier auf D5 gerichtet. Wie gesagt, das ist das Ziel der Eröffnung. Was ich auch noch machen könnte, wäre vielleicht Turm H1, Läufer H3, um den abzutauschen, ja? Aber wir denke ich mal Läufer C6 spielen. Ja, Turm H1. Schlicht die Engine schon vor. Damit C8, damit ich das nicht spielen kann. Ja, da hatte ich schon den richtigen Riecher. Wenn man weiß, worum es geht, ist die Stellung einfach zu spielen. Ja, und hier geht Springer. Oh, plus 6. Alter. Oh, Springer D7 ist sogar der beste Zug, den ich vorgeschlagen habe. Hätte ich aber hier rausgenommen. Ne, mit dem Springer wollte ich rausnehmen. Auch mit dem Läufer. Ach so. Okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Wenn ich hier mit dem Springer rausnehme, um das Läuferpaar zu behalten. Ja, auch gut. Ich finde das eigentlich sogar besser. Turm H7, warum nicht Rochade? Läufer E2, da bin ich nie drauf gekommen. Jetzt kann ich noch H5 nehmen. Das sind echt Computerzüge hier. Und jetzt opfert er die Dame. Was? Ich nehme den Läufer einfach nicht. Er auch nicht. Jetzt kann er nehmen. Warum kann er jetzt nehmen? Das möchte ich jetzt sehen. Ach so, weil ich keine Dame H6 habe. Auf Turm H1. Was wäre denn hier gewesen, wenn er hier nimmt? Ach so, ja klar, G6. Umwandlung in den Turm. Warum Turm? Los, zeig mir das Matt. Sehr interessant. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.